Heute wird es endlich den Arthur geben. In diesen wunderhübschen Plastiktüten stecken eigentlich nur Copics, Marker und ein bisschen anderes Zeug. Ich habe kein System für dieses Haul. Ich werde einfach in die Tüte greifen, zeigen, was es gibt. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Stift auspacken. Aber ich werde mit den verschiedenen Stiften, die ich noch gekauft habe, so Speedpaints machen oder Challenges, je nachdem mal gucken, was so die Inspiration auch so hergibt. Das Erste, was ich aus dieser Tüte hier gezogen habe, ich kam nicht drum herum, es hat Katzen, man kann Notizen drauf machen. Es hat nur 35 Bar gekostet, was so Euro sind. Ist das nicht süß? Cat God Sauce. Und weil ich wie immer mich überhaupt nicht entscheiden kann, habe ich einfach zwei genommen. Weil die sind so süß. Dann haben wir hier eine Mischpalette, die ist allerdings aus Plastik. Ich meine, 15 Bart. Komm. Ja, eigentlich kriegt man die in Deutschland auch ziemlich günstig und auch günstige in Porzellan, was ich eigentlich lieber gehabt hätte. Aber da dachte ich mir so, ach komm, nimmst du mit. Weil dazu habe ich mir nämlich auch noch Aquarellfarbe geholt von Renaissance. Nicht aus der Zeit, hat keine Zeitreise überstanden oder so. Ich habe versucht, diese Marke und auch dieses Set auf Amazon zu finden. Habe ich nicht gefunden. Ich bin überhaupt kein Aquarellprofi oder so etwas. Ihr wisst, ich bin einfach nur Pinsel, Farbe, Mischen und überhaupt kein System haben. Ich probiere da eigentlich noch ziemlich viel rum, weil es so ein Medium ist, was nicht so ganz raffe. Also bei einem Marker kann ich halt die volle Kontrolle haben. Ich weiß, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und bei Aquarell muss man halt die Farbe viel selbst arbeiten lassen. Ein Kontrollverlust. Deswegen will ich das auf jeden Fall mehr üben. Ich hoffe auch, vielleicht mal bessere Farbe mir irgendwann holen zu können. Wie ich erfahren habe, macht das doch schon sehr viel aus, bessere Aquarellfarbe zu haben, wo sich die Pigmente nicht auflösen oder irgendwie zu kleinen Klümpchen zusammenfinden. Ich weiß auch nicht, ob das hier gut sein wird, aber wir probieren es einfach aus und schauen, was passiert. Auch etwas, was ich mir hätte auch woanders holen können, aber wo ich dachte, nimmst du es einfach mit, weil warum nicht? Einfach nur für Farben. Da kann ich halt diese Tuben hier reintun. Ja, ich dachte, es ist einfach vielleicht mal ganz süß, sowas zu haben. Was haben wir hier noch? Das, was ich euch bisher gezeigt habe, ist alles aus dem Copic-Laden in Central World. Zuerst habe ich mich voll dumm und dämlich gesucht, um bei Central World eben diesen Copic-Laden zu finden. Irgendwann habe ich ihn dann doch endlich gefunden. Es war so, als ich den Laden endlich gefunden hatte, nach einer gefühlten Ewigkeit, mich echt mit so einem... Passt. Okay, das wird voll das große Auspackvideo, so wie es aussieht. Was ist das für ein Paket? Ich glaube, das ist gar nicht für mich. Diese Schere ist groß. Okay, ich habe Angst um meine Finger. Jedenfalls habe ich T-Shirts nachbestellt und nochmal Beutel. Und das ist, hier heute sind, glaube ich, die letzten T-Shirts angekommen. Also jetzt gerade. So, ein Liebesbrief. Moment. Es ist tatsächlich ein Liebesbrief. Oh mein Gott. What the fuck? Ich dachte, das ist für meinen Freund, weil er hat, zurzeit macht er total gerne Tofu und hat sich halt so einen Tofu-Kasten zum Pressen geholt. Ich dachte, das wäre für ihn. Nein, es ist für mich. Ha, wie lustig. Oh, das ist voll süß. Okay, tut mir leid, Steffi, ich werde das jetzt vorlesen. Hallo Rambo, bitte nicht wundern, aber ich habe mich entschieden, dir ein Paket zu schicken. Ich weiß, dass du mit Washi-Tape mehr anfangen kannst als ich. Daher sende ich dir hiermit meine Tapes, die ich nicht mehr benötige. In der Hoffnung, du kannst sie gebrauchen. Sie sind auf alle Fälle bei dir besser aufgehoben, als bei mir zu verstauben. Liebe Grüße aus Kiel, Steffi. Die meisten Tapes habe ich von Wish. So wie ich. Oh mein Gott, danke schön. Washi Tape. Das ist ja goldig. Oh mein Gott. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich ja nur die Comics und so zeigen. Jetzt zeige ich auch noch Washi Tape. Weil ich habe mir neulich auch noch mal Washi Tape geholt. Und das ist jetzt auch endlich alles angekommen. Das ist wirklich eine Überraschung heute. Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Zurzeit sitze ich nur noch auf so einem Gymnastikball für meinen Rücken, damit ich da am Schreibtisch besser arbeiten kann, weil mein Stuhl ist total hinüber. Und habt ihr schon mein T-Shirt gesehen? Ha, das habt ihr nicht. Guck mal das hier mal aus. Da sind so Kois drauf.
Vielen lieben Dank, Steffi. So viel Zeug, so viel schönes Zeug. Falls ihr mir was zuschicken möchtet, ob nun Fanart oder auch Washi-Tapes, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt, wo ihr denkt, ha, die Rambo, die kann damit ein paar coole Bilder machen, schickt's mir einfach zu. Ich habe ein Postfach und die Adresse steht in der Beschreibung von jedem Video und auch nochmal in der Kanalbeschreibung. Also Steffi ist wirklich eine super Liebe. Sie ist schon seit so vielen Jahren eigentlich eine echt treue Seele, unterstützt mich, wo sie kann. Hat immer fleißig meine Bilder geliked und kommentiert. Und sie unterstützt mich auch noch auf Patreon. Das ist echt Wahnsinn. Und dann kriege ich noch Washi-Tape geschenkt. Oh mein Gott. Das ist wirklich total lieb von dir. Vielleicht sehen wir uns mal wieder auf einer Con, dann kriegst du auch was von mir. Okay, geht gleich weiter mit dem Haul. Zuerst will ich die T-Shirts auspacken, weil wenn ich schon hier dabei bin, Pakete auszupacken, kann ich auch euch die neuen T-Shirts zeigen. Oh mein Gott, das sieht wirklich gut aus. Okay, vielleicht sollte ich mehr davon machen. Also, falls ihr das haben möchtet. Ah, die Sleeping Cat. Moment, das ist Sleeping Meow Mate. Schruck sieht echt super schön aus. Da es eine Testfuhre ist, habe ich nur Größe M gemacht. Weil viele Leute tragen Größe S, die bei mir kaufen. Aber manche mögen es halt auch so ein bisschen lockerer. Manche Frauen haben auch eine etwas größere Oberweite, dann passt M sehr gut. Es wird sie auf der Comic-Con dann geben, dieses Wochenende. Also wenn ihr das seht, jetzt gerade. Also sputet euch. Alles, was übrig bleibt, wird dann auf der Max verkauft werden. Die nächsten Monat, glaube ich, stattfindet. Ja, Ende nächsten Monats, also im Oktober. Ich glaube, das ist das letzte Oktoberwochenende. Also, kommt mich besuchen. Vielleicht werde ich dann neue davon dabei haben, wenn sie gut ankommen. Auf jeden Fall, weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Ich hatte Herzklopfen, als ich den Comicladen gesehen habe. Tja, und dann bin ich da rein und war direkt im Himmel. Es war so schön. Und direkt, wenn du reinkommst, siehst du so dieses Comic-Regal und alle Farben und bist so... Ich bin ziemlich froh gewesen, dass ich diesmal an meine Comic-Liste gedacht habe. Das heißt, ich habe nicht ganz so viele Stunden in diesem Laden verbracht. War trotzdem lange. Meine Mutter und mein Neffe mussten mich dann erstmal zurücklassen. Leute, das ist kein Einkauf, den man in 10 Minuten erledigt. Du musst erstmal wissen, welche Farben du haben willst, welche du schon hast. Du musst die dann finden in dem Regal. Das ist Arbeit. Sehr praktisch war es aber, dass die eine eigene Liste dort liegen hatten. Man konnte dann gucken, welche Farben es gerade gibt und hat dadurch halt auch sehen können, wie die Farben wirklich aussehen. Das heißt, auch wenn mir Farben fehlen, konnte ich dann sehen, brauche ich diese Farbe wirklich, nur weil sie mir fehlt? Es ist ein wunderbares Ziel und ein wunderschöner Gedanke, wenn man sagen kann, ich möchte eines Tages alle Comics haben, alle Farben, die es gibt. Aber ganz ehrlich, man braucht nicht jede Farbe. Also ich persönlich benutze auch nicht alle Farben, die ich habe. Viele Farben habe ich nur für den Fall, um halt Variation auch zu haben. Um nicht nur in meiner Komfortblase drin zu sein. Und ich finde, dafür braucht man halt Farben, die halt zueinander passen. Und genauso braucht man auch warme und kalte Töne. Aber ich bin der Ansicht, dass man nicht jede Copic-Farbe braucht. Naja, und so bin ich dann teilweise auch vorgegangen. Aber mir ist aufgefallen, dass mir noch sehr, sehr viele Töne so fehlen. Also ich habe sehr viele Rosa- und Rottöne. Aber ich versuche mich auch wieder mehr auf Grautöne zu fokussieren. Braun ist auch sehr, sehr wichtig für mich. Gerade weil ich ja auch diese Manga-Porträts mache, die es auch auf der Comic-Con gibt. Hier sind die ganzen Copic-Sketches, die ich gekauft habe. Ich habe eigentlich nur die Sketches geholt, weil es tragen mehr von der Copic-Farbe in sich. Das heißt, der Container ist ein bisschen größer. Gleichzeitig rollen diese Stifte nicht so blöd vom Tisch runter, wegen der Form, also wegen dieser ovalen Form. Für mich ist es halt praktisch, wenn ich die halt irgendwohin mitnehme, weil ich auf Conventions Porträts zeichnen muss. Dann gehen sie mir nicht so schnell leer. Und ich muss halt nicht meine ganzen Auffüller auch noch zusätzlich mitnehmen, sondern kann mich darauf verlassen, dass ein Stift ein paar Porträts auf jeden Fall aushalten wird. Also ich habe von allem ein bisschen mitgenommen. Eigentlich hätte es viel, viel mehr sein können, wenn man ehrlich ist. Meine Mutter war auch schon so, warum kaufst du nicht mehr? Und ich war so, ja, Mama, hab nicht so viel Geld. Ich dachte wirklich, ich hätte mehr gekauft an Copics, wenn ich ehrlich bin. So, bei den Auffüllern musste ich natürlich dann auch zuschlagen. Problem war, im Gegensatz zu den normalen Stiften hatte ich von den Auffüllern gar keine Liste. Aber das sind die ganzen Auffüller, die ich gekauft habe. Ja, ich weiß, eine super bescheidene Ausbeute an Copic-Zeug. Man sollte meinen, ich habe viel, viel mehr gekauft, ja, aber
Nein, erstaunlicherweise habe ich sehr wenig gekauft. Ich bin selbst gerade ziemlich überrascht von mir. Vergangenheits-Rambo, was hast du getan? Warum so wenig? Warum hast du nicht auf deine Mutter gehört? Egal, aber ich habe noch andere Sachen gekauft. In dem Comicladen gab es halt noch so andere Sachen. Zum Beispiel fand ich das hier ziemlich interessant. Das ist ein weißer G-Stift. Wie so ein Make-up-Guru. Guck mal, hier mein Concealer. Das ist ein weißer G-Stift. Es ist ein Kuli. Und ich habe ihn ganz kurz getestet und der zeichnet wirklich weiß. Also, vielleicht nicht ganz so schlau, jetzt so ein Stück Pappe zu nehmen, aber... Okay, der Stift will gerade auf mich zeichnen. Wahrscheinlich müsste ich länger mit dem irgendwas hier machen. Das ist doch ein schöner Vorführeffekt. Davon habe ich, wenn er nicht funktioniert, echt scheiße. Ich habe 2 Stück davon gekauft. Aber naja, gut für 1 €. Kann man mal mitnehmen. Haha, dann habe ich noch diesen Stift hier gefunden. Den hatte eine Freundin von mir aus Japan mal mitgebracht. Und das ist dieser super tolle Goldstift, bei dem man nichts lesen kann, weil ich nichts japanisch. Aber statt in Gold habe ich ihn in Silber gefunden. Und ja, ich finde, dieser Stift ist halt einfach, er ist einfach toll. Moment, so. Look at my brush pen. Der Stift hat goldene Tusche drin. Der andere, den ich in Thailand gekauft habe, silberne. Und das funktioniert mit so einem Pumpensystem. Man pumpt und dann kommt vorne die Farbe raus und man kann das dann, man kann es benutzen. Ach, ich war schon seit längerem auf der Suche nach einem Füllfederhalter, den man aber zum Zeichnen benutzen kann. Ja, die hier sind speziell zum Zeichnen gemacht. Das hier soll wohl die Größe 2 sein. Ja, bei dem hier denke ich mir, wird es wohl braun sein oder schwarz. Aber ich glaube, es wird Sepia sein. Ich persönlich zeichne nicht mehr so gerne mit Feinlinern, weil das sind halt auch so Wegwerfstifte. Also es geht mir weniger um den Umweltaspekt, als mehr darum, dass die gehen leer, du wirfst sie weg. Die Spitze ist relativ schnell im Arsch bei solchen Stiften. Kommt natürlich immer darauf an, wie man damit umgeht. Und manchmal bei diesen pigmentierten Feinlinern, wenn du drüber radierst, geht das manchmal auch weg. Ist nicht bei jedem Stift so, aber bei manchen. Und manchmal ist halt auch so, dieser Inkflow ist nicht wirklich so schön. Also es sind halt sehr gerade Linien, es sind keine dynamischen Linien. Wohingegen, wenn du mit Tusche und Feder zeichnest, die Linien mal dünner, mal dicker werden können. Also je nachdem, wie du natürlich zeichnest, wie du damit umgehst. Aber das ist das, was ich persönlich mag. Also die Linien werden halt direkt dynamisch. Deswegen habe ich mir halt sowas gegönnt. Erstmal natürlich, um halt meine eigene Tusche immer dabei zu haben. Also die Tusche, wo ich weiß, ah, die funktioniert mit Copic. Mit der kann ich gut umgehen. Ich weiß, wie die funktioniert. Alles super. Und ich sehe dann halt auch ganz genau, wie viel Tusche noch drin ist. Bei einem Feinliner kann ich das leider nicht sehen. Also... Da stelle ich dann irgendwann fest, oh leer, oh ausgetrocknet, toll. Ich bin gespannt, wie die sein werden. Jetzt kommt das wirre Zeug, alles andere, was ich in den anderen Läden geholt habe. Es gibt so einen Laden in Thailand, okay, es gibt sehr viele davon, der heißt B2S Store. Und die haben sehr viel Schreibwaren, also es ist halt ein Schreibwarenbedarf. Die haben unfassbar viele Stifte, Kulis, aber auch Marker teilweise und ein bisschen was an Kunstbedarf. Also die Auswahl ist jetzt nicht Bombe, aber als Schreibbedarf sind da schon ziemlich viele coole Sachen dabei. Ja, ich habe dann halt sowas hier gefunden. Das ist ein Korrekturstift, allerdings ist er ziemlich fein. Mein Gedanke ist halt hauptsächlich bei Conventions oder wenn ich unterwegs bin, dass ich halt nicht immer irgendwie ein Tintenfässchen dabei habe, sondern eher kompaktere Sachen, damit ich mich nicht immer totschleppe. Naja, wenn der halt gut deckt, fein genug ist und mir nicht das ganze Bild versaut, kann ich ihn ja öfter nutzen. Also habe ich mal vorsichtshalber 2 genommen. Ja, total, eigentlich nicht der Rede wert. Einfach eine Bleistiftverlängerung. Etwas, was ich eigentlich ganz cool fand, was ich auch schon länger haben wollte, ist so eine Art von Zirkel, wo man so einen Stift reintun kann. Und ja... Mein Gedanke war natürlich wieder bei Convention und so, weil man hat nicht immer einen Teller oder eine andere Schablone dabei, um Kreise zu ziehen. Was eigentlich auch immer schön anzusehen, wenn da so ein kleiner, schlichter Hintergrund bei Konton-Einträgen oder bei Porträts mit dabei ist. Also es ist halt so, das hebt das ganze Bild nochmal hervor. Deswegen habe ich mir so einen Zirkel gegönnt, wo ich hoffentlich, ich hoffe es einfach mal, ich habe es noch gar nicht geöffnet. Vielleicht sollte ich das einfach mal tun.
meine Hoffnung ist, dass ich da einfach einen total simplen Feinliner oder einen Buntstift oder so reintun kann, um damit einfach direkt die Kreise zu ziehen, ohne dass ich erstmal Bleistift vorzeichnen muss. Tschüss. Jedenfalls kann man halt den Stift hier an diesem Schräubchen fixieren. So, von daher ist halt die Dicke vom Stift nicht ganz so relevant. Dann habe ich mir natürlich Feinliner trotzdem geholt. Ich habe gerade noch davon gesprochen, dass ich Feinliner nicht mehr so nutzen will. Er hat seine Gründe, wirklich. Nein, eigentlich nicht. Wie ihr wisst, ich probiere unfassbar gerne Dinge aus. Und deswegen habe ich mir trotzdem ein paar gegönnt, aber wirklich nur ganz wenige. Das hier ist von Renaissance. Ich habe diesen Stift, okay? Ich bin ein Werbeopfer oder so etwas. Die Influencer haben mich erreicht. Die Influencer kamen zu mir. Ich habe diesen Stift nämlich bei, ich glaube, Kim Jung-gi, also dieser total krasse Illustrator, gesehen. Und dachte mir, oh, der zeichnet so toll damit. Ach, wenn ich diesen Stift habe, vielleicht zeichne ich auch so toll. Nein, werde ich niemals. Aber egal. Ich wollte diesen Stift auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Habe ich hier noch welche von Unibor geholt. Das sind halt verschiedene Grautöne. Und das fand ich halt unfassbar interessant. Und ich habe, glaube ich, noch nie Feinliner von Unibor getestet. Und ich denke mal, alles, was jetzt noch übrig ist, ist von Miniso. Kennt ihr vielleicht, gibt einige Läden hier in Deutschland mittlerweile. Hat so Japan-Kram. In Thailand hatten sie ein großes Regal mit Markern und anderen Stiften. Und da habe ich dann auch ein bisschen zugeschlagen und schon ein bisschen damit experimentiert und so. Das ist ungefähr das, was ich gekauft habe. Ja, wie ihr seht, es gibt verschiedene. Es gibt halt die Marker, es gibt die Aquarellstifte, es gibt radierbare Filzstifte und halt Acrylstifte. Ja, sind quasi so wie die Posca-Stifte, also sehr deckend. Und die habe ich mir einfach nur als Test mal geholt. Irrsinnigerweise, diese Miniso-Marker sehen aus wie Marker, die ich mir schon mal geholt hatte in Thailand letztes Jahr. Ich habe noch nie Marker bei Miniso gesehen. Da dachte ich mir, ha, nehme ich alles mit. Ich persönlich mag aber sehr billige Marker sehr, sehr gerne. Gerade für so Sachen wie Hintergründe oder für so Skizzenbuchsachen, wenn man was irgendwie mit Markern machen will, wenn man experimentieren will. Sind solche Billigmarker einfach super. Es kommt halt drauf an, wie man das nutzen will, denke ich mal. Und natürlich kann man auch sagen, oh, ich benutze nur Copics, weil die Qualität ist besser und letzten Endes kann ich mir das Geld besser sparen, um die Auffüller zu holen, als mir zigtausende von den Billigmarkern zu holen, die nach einer Weile einfach leer gehen und die man dann wegwirft. Das ist natürlich auch ein Argument. Aber ich persönlich finde Billigmarker okay, gerade wenn man sich halt nicht die Copics leisten kann oder wenn man nur sehr wenig Copics hat, die man aber gerne benutzt und man einfach ein bisschen was ergänzen will, da sind solche Billigmarker eigentlich immer ganz gut oder für Skizzen. Die Aquarellmarker sehen ungefähr so aus. Sie haben eine feine Spitze und eine Pinselspitze. Und eigentlich malen sie ganz gut. Also sie haben halt Pigmente und die Pigmente lassen sich mit Wasser verschmieren. Also für mich funktioniert's. So sah ein Experiment bei mir dann aus. Mit diesen Stiften und hier habe ich ja noch das andere. Denn da habe ich einfach nur alles draufgeworfen, was da war und dann Wasser drüber. Ich habe mir davon dann alle Farben mitgenommen, die da waren. Was halt nur die waren. Also ihr versteht, es sieht auf den Fotos echt krass aus mit diesem Regal, mit den ganzen Stiften drin. Es waren halt einfach nur super viele Stifte, aber keine große Farbauswahl. Dann hier die radierbaren Stifte. Das sind die hier. Warum ich so viele geholt habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorging. Man kann sie radieren. Das sind die Enden, womit man sie radieren kann. Und das funktioniert tatsächlich. Und was besonders lustig ist, und das, ich hoffe, das ist kein Kaufargument damals bei mir gewesen. Man kann sie ineinander stecken. Ist das nicht lustig? Nein, das ist nicht. Das ist auch kein Kaufargument. Aber irgendwie ist es lustig. Auf jeden Fall super nützlich für Skizzenbuch. Also kannst halt coole Lines machen und es trotzdem radieren. Dann haben wir die Acrylmarker. Ja, es gab noch mehr Farben, die ich lieber gekauft hätte, wie zum Beispiel ein wunderschönes Rosa. Aber leider waren
Wie ihr seht, sind die noch verpackt. Nee, sind sie nicht mehr, weil ich habe sie ja benutzt. Aber wie ihr seht, ist da eigentlich eine Folie drumherum. Eigentlich sind diese Stifte verpackt. Ja, und alle rosa Stifte, wirklich ausnahmslos alle, waren schon geöffnet und benutzt. Und teilweise hatten sie schon kaputte Spitzen, weswegen ich sie dann nicht mehr gekauft habe, weil ich mir dachte, nee, ich will die erste sein, die es benutzt. Das war dann leider auch bei den Blautönen so und dachte ich mir, ach, was soll's, nimmst du das hier mit? Ah ja, ich habe noch die Bücher. Oh mein Gott, die Bücher. Gott, das Video endet niemals. Ich habe euch ja erzählt, der B2S Store ist ein Schreibwarenladen und ich habe dort auch Bücher gekauft, weil Bücher, die Bücher, die ich da geholt habe. Und das ist noch zu, ich habe es immer noch nicht geöffnet. Extra für euch, damit ich das mit euch dann öffnen kann und wir dann gemeinsam reinschauen können. Irgendwie macht jeder nur noch was mit Japan, Korea und ich denke mir, wo ist Thailand? Hey Thailand, hier, ich mache Thailand. Warum rede ich wie ein Italiener? Jedenfalls mache ich das dann. Ich möchte mich mehr darauf konzentrieren. Und mich mit diesen mystischen Figuren beschäftigen. Oh, ich meine, schaut euch diese Bücher an. Es gab eigentlich drei davon, aber bei dem einen Band dachte ich mir, nee. Und ich meine, ich weiß, so ein ähnliches habe ich schon. Und ich habe ja eigentlich schon zwei oder drei von diesen Büchern. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich dorthin komme, haben sie das in einem anderen Umschlag. Und das ist diesmal echt, das sind die schönsten Bücher, die ich davon jemals gesehen habe. Es leuchtet und es fasst sich so schön an. Und es stehen diesmal auch sehr viele Texte drin, die ich natürlich nicht lesen kann. Aber es gibt Übersetzungs-Apps, coole Zeichensachen drin. Also es wird halt auch ein bisschen erklärt, was ist, welche Kreaturen und so. Und das fand ich halt ziemlich cool. Das hier geht, glaube ich, nur um Kreaturen, mystische Figuren, wie man hier schon sehen kann. In diesem Band geht es dann mehr um Ornamente und wie man sie zeichnet, weil die haben ja auch alle so ihre Bedeutung. Und damit würde ich mich halt sehr gerne mehr auseinandersetzen. Wollen wir die hier öffnen? Ich denke mal ja. Wechseln wir die Perspektive. Schaut euch mal dieses Chaos an. Nicht viele Copics, aber ziemlich viel anderes Zeug. Tada! Ich würde sagen, hauptsächlich digital. Ist doch egal. Hauptsache, es sieht gut aus. Oh Gott, das ist so schön. Stehen hier wahrscheinlich total viele Konzeptideen und sowas mit drin. Alles, was ich nicht lesen kann. Aber Übersetzungs-App. Das ist schön. Schön. Ein paar sind mir ein bisschen zu wenig individuell vom Stil. Ich habe das Gefühl, gerade 20 Mal dasselbe Gesicht gesehen zu haben. Aber dann sind halt wieder solche Schmuckstücke dabei, wo die Linienführung einfach schon super toll ist. Ziemlich cool. Schön. Ja, es ist ein solides Tutorialbuch, würde ich sagen, was sich auf Männer mittleren Alters fokussiert. Aber ich finde es schön, dass es halt verschiedene Gesichter, Gesichtszüge, Anleitungen dazu gibt. Ich meine, dann haben wir hier so kleinere Augen, die so ein bisschen wirken. Jemand, der etwas crazy guckt. Ja, Maru, crazy. Auf jeden Fall schön, diese Variation hier drin zu sehen. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, auch so mit leichten Falten, mehr Falten, weniger Falten. Aber auf jeden Fall mal ein Buch der anderen Art, also nicht immer nur die perfekten Gesichter oder wirklich so von Chibi, jugendlich, jung und hübsch erwachsen zu
bam, alt. Schnitt, da gibt es nichts dazwischen. Ich finde es gut, dass es das hier gibt. Also, dass man ja mehr Facetten zeigt von verschiedenen Altersstufen. Ah, hier, die sind auch alle auf Pixiv, die Zeichner. Vor allen Dingen mit den Bildchen dazu, dass man weiß, ah, welcher Stil von wem ist. Farbseiten, oh mein Gott. Oh, Perspektive gibt's auch noch. Ja, hier gibt's auch noch mehr Bücher von denen, wie es aussieht. Ja, aber ich fand das hier super interessant. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Musste ich aber mitnehmen. Also es wird gerade langsam dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich habe gerade meinen Sternenhimmel wieder an. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Haul-Art-Video gefallen. Es ist ein bisschen anders als das letzte Video und vielleicht auch anders als die anderen Videos. Ich hoffe, es war trotzdem für euch irgendwo interessant und informativ. Wenn ihr mögt, lasst mir doch ein bisschen Feedback da in den Kommentaren, was ihr interessant fandet, welche Materialien ihr auf jeden Fall gerne in einem Video sehen möchtet. Lasst es mich einfach wissen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, auch okay. Sagt mir einfach Bescheid, was euch nicht dran gefallen hat. Dann werde ich versuchen, das in den nächsten Videos besser zu machen. Schaut auf jeden Fall bei Patreon vorbei und überlegt euch, ob ihr mich unterstützen möchtet. Und ihr kriegt schon echt coole Sachen dort auf Patreon. Ansonsten schaut bei meinem Etsy-Shop vorbei. Es sind jetzt schon einige Dinge im Shop wieder drin, wie die Beutel und T-Shirts. Und meine Artbooks. Also falls ihr mich nicht auf den Conventions besuchen kommen könnt dieses Jahr noch, keine Sorge, es ist alles im Shop. Schaut einfach vorbei. Ah, eine Frage habe ich noch an euch. Werdet ihr bei Inktober mitmachen? Und wenn ja, welche Promptlist werdet ihr nutzen? Schreibt es doch mal in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich persönlich werde eine Witchtober-Liste nutzen. Ich werde sie nochmal irgendwo verlinken. Ich habe auch schon einige Skizzen dazu gemacht. Ich bin tierisch gespannt. Wahrscheinlich werde ich eine kleine Umfrage machen, weil ich mich zwischen ein paar Skizzen nicht entscheiden kann. Da könntet ihr mir eine große Hilfe bei sein. Wie dem auch sei. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Comic-Con. Und wenn nicht, dann auf der Max. Und wenn nicht, dann auf einer anderen Con. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Tschüss, macht's gut und like always, stay creative. Bye, bye.